1878 setzte der Reichskanzler Otto von Bismarck nach einem gescheiterten Attentatsversuch auf den Kaiser das Sozialistengesetz durch. Es verbot Sozialdemokraten jegliche politische Betätigung und sollte entsprechend ihren politischen Einfluss im Reich verringern. Jedoch erlaubte es ihnen weiterhin, an den Reichstagswahlen teilzunehmen. Und insofern ist es interessant, die Ergebnisse der Reichstagswahlen im Jahr 1878 mit dem Jahr 1890, in dem das Sozialistengesetz wieder aufgehoben wurde, zu vergleichen. Und wir sehen, die Sozialdemokraten haben 1878 7,6% der Stimmen, 1890 aber 19,7%. Das heißt, der Stimmenanteil war stark gestiegen, das Kalkül Otto von Bismarcks war nicht aufgegangen und die Sozialdemokraten sprachen vom Genossentrend.